Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Village. Bin schon vorbeigelaufen. Ne, wartet mal, ich will erst mal gucken, wo der Schatz ist. So. Auf dieser Seite ist der. Über mir, okay. Mal gucken, wie ich da hinkomme. Sorry. Danke. Meine Güte! Sprinter Brudi! Alter Schwede. Thank you.
Habe ich das nicht vorhin kaputt gemacht? Unter der Festung. Festung. Doch keine Cutscene. Ich dachte, er ist eine Cutscene. Jetzt, Ethan? Ethan! Kommt her, ihr kleinen Fotzen. Kommt her, ihr kleinen Menschen. Jetzt trotzdem instant tot mit der Waffe. Ey! Nicht im Rücken!
Jetzt reicht's auch langsam, ne Jungs? Ja. Das ist doch kein... Fühlt sich ja wie COD gerade das Spiel, ey. Ja. Im Leben habe ich nur... Jetzt alles tot hier. Das geht mir gerade richtig auf den Senkel. Was für Munition denn?
Eieiei. Immer noch keine Munition herstellen, geil. Hallo. Die Orde des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Blatt sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesem Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit vier übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandermalereien und der steinerne Sockel, den sie den Kelch der Giganten nennen. Wer hat das, all das erschaffen? Wo kann der Bauer bla 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 bla? Also die Pistolenmunition. Ist doch. Nee. Messer kurz weg. Nach den Lachs. Ja, ich höre dich schon. Ja, es ist dann lockbar, egal, scheiße. Rohrbomben. Shit. Okay, so. Wer
Habe ich eine Waffe, die ich brauche? Dann packen wir das Messer wieder hin. Ja. Können wir irgendwas craften hier? Ja, jetzt snippen wir noch. Irgendwo habe ich noch was übersehen. Da. Und dort. Und das ist alles. Du hast was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt! So. Das war der Schatz, geil. Hallo Boot. Bootsturm ist ja gar nicht nice. Ne? Jetzt gucken wir uns das an. Notizen zur Cadeau-Implantation Probanden 174 bis 181. Proband 174. Mihai Mai M. Merkmale 21. Männlich Silberschmied. Narben von einer Lungenentzündung. Ergebnis: geringe Kompilabilität. Cordon konnte nicht wachsen. Transformation des Körpers beeinträchtigt das der Wahrnehmung typische Anzeichen als Lycans. Auf die Weide geschickt. Aha. Proband 177. Bernadette B. Merkmale: weiblich, keine Beschäftigung, keine Vorerkrankung. Ergebnisse: tot. Proband
Alcina D. Merkmale 44, weiblich, Nachkommen aus Adelsgeschlecht, nicht aus dem Dorf, vererbte Blutkrankheit. Ergebnis, sehr gute Komplementität, keine Wahrnehmungsverlust, kann ihre Körper nach Belieben verändern. Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implementiert und zur Beobachtung entsandt. Ist das die Frau Dimitrescu gewesen? Weil Alcina heißt ja auch die Dimitrescu-Frau. Ja, was machst du hier, Bruder? Das ist nur. Eins, zwei. Warte noch. Da kam ich her. Hier hoch. So. Da müssen wir noch hin zur Zugbrücke. Und wenn ich direkt komme. Nein. Let me show the Hocherfreut, dich lebend wiederzusehen. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Ja, nicht. Ja. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Danke. Danke für deine Treue. Bitte. Heisenberg suchen wir noch nicht auf. Wir gehen jetzt geradeaus. Irgendwas craften. Pilgerpfad. Hm.
Wir kurbeln und kurbeln und kurbeln. Das sammeln wir doch ein, wenn nicht die Folge. So, das war's dann mit der Folge. Wir sehen uns dann. Tschüss.